So, wie komme ich jetzt hier aus dieser Falle raus? Weiß auch keiner so genau, ne? Kristallines Herz. Ja, das nehmen wir mal mit. Wa? So, da habe ich ja jetzt relativ viel Munition verquast, wa? Aber wir haben kristallines Herz. Da können wir uns bestimmt wieder was verkaufen. So. Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Alles klar. Wann bin ich denn so angeschlagen worden? Was hat jemand? Gelbquarz. Dafür hat sich's ja richtig gelohnt, wa? Da ging keine Treppe runter, oder? Nee, in dem Raum ging keine Treppe runter. Ich kann mich nicht dran erinnern. Hier gab es nur den Zahnarztstuhl und hier hinten dieses komische Fragment. Aber warte mal, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Was auch immer, was war das? Eine Kokille? Keine Ahnung, was das sein soll. Hier war von der anderen Seite verschlossen, ne? Ist klar. Hm. Ja, ja. Aber war nicht hier oben irgendwas? Da die Tür? War denn noch mal? Hm. Wo war denn das? Hier ist der Händler, ne? Hast du übrigens was Neues für mich? Na dann. Sieh dich in aller Ruhe. Ja, ja, mach ich. Nee. Überleg mal, das war nur 5000 wert. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Das stimmt. Ein gutes Geschäft. Das ja, ich muss mich mal wieder heilen gleich. Das sind diese komischen Schlüssel, ne? Die behalte ich auch schön. Ja, das meine ich. Was ist das? Ah, das ist so eine Stanzform. Muss ich schon sagen. Ja, ja, ich komme gleich wieder. Stanzform. Ja. Hauptsache, die Ecke bleibt gegnerfrei. Das wäre wünschenswert. Dann jogge ich hier mal durch, weißt du? Hier. Mhm, na klar. Danke. Das verbucht der jetzt hier als Erfolg, weißt du? Das ist das Schlimme. Er verbucht das als Erfolg und denkt, er hätte jetzt Mörder was erreicht, weißt du?
Danke. So, das könnte ja vielleicht hier in die Wand passen, oder? Leg mal den Pferdereliefda rein. Natürlich. Wir kennen solche Türen. Die habe ich auch immer zu Hause. Ständig habe ich diesen riesigen Schlüssel verlegt. Weiß ich, ich finde den immer nicht. Hi! Könnt ihr nicht einfach mal schneller sterben? Kostet mich zu viel Munition. Ich habe kaum noch Munition. Ich hatte gerade mal 100 Schuss. Ist krass, oder? Versuchen. Du, ich hätte hier einen Schmiede einer, sondern der geht nicht, schade. Ich weiß auch nicht, was der mit den Dietrichen macht. Brechen die immer ab oder warum lässt er die drin stecken oder was? Was ist das für eine komische Maschine? Also im Grunde ist doch Resident Evil einfach nur ein Rätselgame, oder? Mein arbeitsschutztechnisch ist das hier aber mördergefährlich, oder? So, Rätselgame trifft es, glaube ich, gut. Gruselig ist es nicht. Nicht wirklich, ne? Ich meine, jetzt mal ernsthaft, unter Arbeitsschutzgesichtspunkten ist das hier aber nicht in Ordnung. Ich habe keine Munition mehr drin, ne? Das ist auch gut. Na komm! Schaffst das! Komm! Hi! Aua! Warum habe ich die eigentlich nicht gesehen? Kann mir das mal einer sagen, warum die jetzt plötzlich erst kommen? Was hat er denn gespeichert? Weil ich fand meine Idee gut. Dass ich die Maschinen die töten lasse, ne? Diese Raser kann man zum Stehen bringen. Das machen wir aber erst, wenn wir sie alle angeschossen haben, oder? Ich fand die Idee gut. Also, durch die Maschinen durch habe ich jetzt zwei mit dem Kopfschuss getötet. Yes. Aber jetzt sagen wir mal, wo sind denn die anderen beiden plötzlich hergekommen?
Munition wäre mir ehrlich gesagt persönlich lieber als Geld. Wenn ich mal so ein ganz klein wenig ehrlich bin. Hä? Wo habe ich denn jetzt einen genockt gekriegt? Das ist Quatsch. Alter, ist das ein Idiot. Ja, Fussel, du darfst da nicht einfach durchkommen. Das geht so nicht. So kann man die zum Stehen bringen, ne? Ach klar. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir rauskommen, wa? Na, da können wir doch schon wieder durch. Schön. Hier ist noch ein bisschen Schrot. Machen wir das hier weg. Von der anderen Seite verschlossen, natürlich. Von der anderen Seite verschlossen, wie komme ich denn da rein? Das ist auch so eine richtige Krankheit in dem Spiel, ne? Sämtliche Türen von der anderen Seite verschlossen, Pech gehabt. Ja, ich bin hier bei den Borgs. Ich schwöre. Gut, jetzt habe ich die eine Tür auf, aber was hat mir das jetzt gebracht? Was hat mir dieser Rundgang gebracht? Nicht genügend Strom. Das Fabrikentkommen. Herstellen, wichtiges. Schätze. Muss ich die Räder stoppen? Damit ich mehr Strom habe, oder... Ihr bleibt schön da drin, ja? Sehr, sehr seltsam alles. Sehr seltsam. Das muss ich echt die ganzen roten Dinger da ausschießen. Wie soll denn das funktionieren? Kann mir das mal einer sagen?
Also wenn es wenigstens langsamer würde, aber du kannst ja... Also, das ist doch nicht zu schaffen. Also bei aller Liebe, aber da 5 Dinger ausschießen bei der Geschwindigkeit, also... Ich meine, ich habe ja immerhin 2 auf einen Streich, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben, oder? So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Und das Dingen ist jetzt auch weg. Das hat er dann weggeschmissen und gesagt, brauche ich nicht mehr. Die Brunnenkurbel werde ich vielleicht nochmal gebrauchen können, aber das Teil brauche ich nicht mehr. So, wo muss ich jetzt hin? So, ich habe ja auch keinen vernünftigen Schlüssel dafür. Ich muss ja irgend so einen Pferdeschlüssel haben, ne? Oh ja, nicht. Hätte ich den denn hier finden können? Müssen wir noch mal einmal durch. Aber ernsthaft, die Dinger so ausschießen? So, schweren Herzens muss ich gute Nacht sagen. Muss leider früh raus. Ja, du, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht. Und möge der Arbeitstag morgen viel Ruhe und Frieden bringen. Alles wird gut. Habe ich die entspannt ausgeschossen, aber irgendwie... Amen. Genau so möge es sein. Und jetzt? Weiß hier jemand weiter? Ich weiß doch nicht, was ich jetzt hier machen muss. Naja, gut, dass ich hier nochmal durchgehe, aber... Das ist ein alter Fischdiesel. Kann ich den nicht anschmeißen? Dieses latente Munitionsproblem, weißt du? So. Also, habe ich mal wieder meine Schussskills gezeigt, ne? Ich sag ja, also als Psychopath mache ich mich ganz gut. Komme ich denn in den Raum rein? Ihr bleibt weiter schön an der Wand hängen, ja? Danke. Hier fehlt ein Zahnrad. Natürlich fehlt hier ein Zahnrad. In dieser Fabrik ist alles kaputt. Ich weiß überhaupt nicht, wie die produzieren kann. Der Heisenberg muss doch hier den ganzen Tag nur Frust schieben und sagen, hier funktioniert ja nichts in meiner Fabrik. Ja, also...
Ugh.